Wunderbar, das ist Timing. Wir haben das Buch heute in Berlin vergessen und es ist gerade vom Boten gebracht worden. Das ist ein Buch, was Michel gemacht hat als Erinnerung eigentlich an unsere gemeinsame Zeit im Exil. Das heißt Aufzeichnung eines bewaffneten Schankprinzen. Und bevor wir jetzt, ich habe gedacht, vielleicht stellen wir uns noch mal ein bisschen vor und sagen mal, wie es zum Exil gekommen ist. Michel, erzähl das doch mal ganz kurz. Zum Exil ist es gekommen, ich war spielsüchtig und habe meinen Anteil an einer Kaschemme am Bayerischen Platz mit meinem Anteil ein Drittel, der eine hat gehört Oswald Wiener, der andere seiner Frau Ingrid, den habe ich verspielt und bin dann nach Griechenland gefahren, wo ich meine Frau, zukünftige Frau kennengelernt habe, mich verliebt habe und dann wieder zurück nach Berlin und musste unbedingt einen wieder irgendeine Art von Taschengeld auftreiben und habe dann 3 Monate einen Job gehabt im Café Kaputt. Mein Chef hieß Valium Ede und ich habe bekommen 300 D-Mark netto am Abend und wusste nach 3 Monaten, warum ich sie bekam. Das war eines der schrecklichsten Lokale dieser Erde, obwohl es so einen gemütlichen Namen hatte, das Hoffmann sozusagen 24 Stunden lang Stonsdorfer, außer mir, und Valium. Und dort sah ich dann zum ersten Mal eine menschliche Niere. Ich war ein junger Mann und die Gäste waren Scharen, das waren Kinder. Die waren so 16, 17 und die traten die Tür auf um 8 am Abend, 20 Uhr, mit Cowboystiefeln und ich sag guten Abend und dann haben sie gesagt, haben sie irgendwas gesagt auf Berlinerisch und haben sich niedergelegt auf die, da war erst einmal Pause bis um 11 und dann ging es los, egal. Nach diesen 3 Monaten in einem Zimmer, meine Geliebte ist dann nach Berlin gekommen und wir lebten in einem Zimmer in der Kohlfurter Straße mit Außenklo und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da ging ich spazieren und sah am Paul-Linke-Ufer ein überdachtes, grünes, wunderbares, es war ein Lokal und das hieß, ich weiß nicht wie es hieß, jedenfalls da waren irgendwie 3 Rentner oder so Altbänner. Und ich gehe hinein und sage, Sie haben da so einen schönen Vorgarten. Und sagen, das wissen wir selber. Und ich sage, das ist so schön hier und romantisch. Und wie heißt dieser Fluss da draußen? Und sagt er, Nappe, was ist das? Das weiß er nicht. Und ich sage, ich weiß nur, dass der Paul Linke ein Komponist war. Und das kennen wir aus Wien noch, das Lied. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Und so war die Atmosphäre irgendwie angenehmer. Und ich dachte, da muss er aber schon 30 Meter muss er rausrücken. Wa? Und ich gehe ans Telefon und sage, ruf zuerst die Ingrid, die Frau Wiener an, die Ingrid Wiener, und sage, pass auf, ihr müsst unbedingt daherkommen. Das ist da so hübsch. Und sie sagt, hübsch, hübsch, hübsch. Ist es sehr hübsch? Ich sage, es ist hübscher geht's nicht. Und es ist auch ganz außerhalb von allem, was wir überhaupt, es ist am Ende der Welt. Und die kommen also und der Oswald sagt, es kommt überhaupt nicht mehr in Frage, dass ich in die Gastronomie gehe, das langweilt mich zu Tode. Ich sage, du musst ja nicht, Oswald, du musst ja nur ein bisschen da sein und so weiter. Also mit einem Wort, lange Rede, kurzer Sinn, wie heißt das, ich glaube Kaufvertrag heißt das oder Mietvertrag, keine Ahnung, das Geschäftliche wurde vom Ökonomen Oswald gemacht und das begann halt und dann war das irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Erfolg nennt, jedenfalls war voll, ne? Oder? Ja. Ja, und wir haben gearbeitet und gesoffen und das war eine großartige 11 Jahre. Die Arbeit wurde nicht als solche wahrgenommen, es war ein einziges, ein bisschen anstrengendes Amüsement. Und manchmal sind Kräfte ausgefallen und irgendwann in einem Jahr kommt der Bruno
wir haben uns dann befreundet und wurde wirklich also zu einer Spitzenkraft. Ja. Der hat zum Beispiel verkauft an die New Yorker, die schon wussten, was ein Semmelknödel ist und ein Sauerkraut. Aber die Kombi Schweinsbrot und Knödel, Sauerkraut mit Röderer Kristall, das kannten sie noch nicht. Und drauf einen kleinen Strudel. Also ich meine, damals war kein Schlankheitswahn. Wow. Ne? Da kommt alles raus. Alles. Na gut, also das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe ja im Nebenhaus gewohnt. Ne? Das war mir bekannt. Du bist. Ich habe ja im Nebenhaus gewohnt, bei wie heißt er noch? Richtig, ja. Ja, genau. War das nicht einer, der Walter hieß? Okay. Was mit Musik zu tun hatte? Jetzt erzähle ich noch ganz kurz meinen Werdegang. Ja. Also ich bin 1979 wegen einer Frau nach Berlin gekommen, nicht wegen der Bundeswehr. Im August 1979, meine Kohle hat irgendwie für 2 Wochen gereicht, danach war ich pleite. Aber ich habe ein Lokal entdeckt. Ich kam aus Marburg-Lahn, also hier 100 Kilometer nördlich. Und das hieß Paris Bar. Und ich konnte mir jeden Mittag ein kleines Bier leisten. Ich glaube, das hat 1,70, 1,70 Mark gekostet. Und ich habe da gesessen, es war ein großes Kino. Und irgendwie die Monate gingen dahin, oder nicht so viele Monate auf jeden Fall. Irgendwann war ich richtig pleite und brauchte einen Job. Da bin ich zur TUSMA gegangen, zur studentischen Arbeitsvermittlung. Und habe einen Kantinenjob bekommen im Hotel Kempinski, was um die Ecke ist von der Paris-Bar. Das habe ich irgendwie 3 Wochen gemacht und dann habe ich eine Blitzkarriere gemacht. Ich war auf einmal Bankettkellner mit lauter Profis. Und ich wurde immer richtig beschissen um mein Trinkgeld. Dann habe ich irgendwann nachts in einem Berliner Lokal so einen Freak kennengelernt mit einem Frack, der hieß Amadeus. Und er sagte, er ist Kellner im Exil und ein Kollege von ihm hat sich einen Arm gebrochen und kann nicht mehr weiterarbeiten und sie suchen irgendwie eine Aushilfe. Das war, glaube ich, am 13. Dezember 1979. Ungefähr. Und das kann ich relativ. Wie viel Uhr? Ja, ich kann das ziemlich genau sagen, weil ich wurde also da am 14. Dezember zum Vorstellungsgespräch um 18 Uhr in das Lokal Exil gebeten. Am Paul-Linke-Ufer, aber es war nur einer, er hatte noch einen Partner zu der Zeit, neben dem Oswald und der Ingrid, der hieß Reinhard Nohall, und der saß da, der hat immer stoisch die Karte geschrieben, sagte, guten Abend, junger Mann, Sie machen einen guten Eindruck, aber ich muss mit meinem Partner sprechen. Und ich weiß nicht genau, ich bin an diesem Abend zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Performance gegangen, ins Café Einstein von einem Künstler, der hieß Martin Kippenberger, und die hieß die Performance Knechte des Tourismus. Mein Vorstellung war, irgendwas mit nacktem Fleisch und you name it. Auf jeden Fall, ich bin dahin, wir haben da rumgestanden und irgendwann habe ich Michel erblickt, den ich einfach so von nachmittags kannte, wir kannten uns nur vom Sehen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich war vorhin bei deinem Partner, ich würde gerne anfangen, sagt er, no problem. Ersten Weihnachtsfeiertag. Und so ist es gekommen. Und es war einfach eine Sache, wenn du als Dofi aus Nordhessen, Marburg, einfach in dieses österreichische. Ich war der einzige Piefke, oder? Neben Amadeus. Ich kann mich kaum erinnern. Ja. Wieso? Da waren doch. Auf jeden Fall, ich habe angefangen und das war irgendwie cool. Und nach 2-3 Wochen habe ich Helmut und Salome und Bernd Zimmer und Fetting und alle möglichen Deutschen kennengelernt. Und ich meine, die waren einfach eine Truppe, die zu der Zeit ein Königspilz getrunken hat. Und auch mal 2, aber mit Essen und so, das war alles, das war zu teuer. Und 4 Monate später gab es irgendwann Sonntagabend, die haben da eine Ausstellung gemacht im Haus am Waldsee, die ist heftige Malerei. Das war, glaube ich, Anfang März 1980 oder Anfang April. Auf jeden Fall 3-4 Wochen später, am Sonntagabend, sagt, ich glaube, der Rainer Fetting, ich hätte gerne eine Flasche Dom Perignon. Ich sage, ja. Und meine Mama ist schwarz und hat große Ohren und der Rhein fließt irgendwie in die andere Richtung. Und er sagt, nee. Und fasst in die Tasche und holt irgendwie ein Packen Kohle raus. Ich sage, wow. Und er sagt, ja, ich habe heute gut verkauft. Mach auf. Hä? Mach auf die Pulle. Und
dann fing eine Party an, die 2 Jahre gedauert hat. Mit Zeitgeist und allem Möglichen. War erstaunlich, ja. Ja, war super. Und irgendwann war die Party vorbei. Es ist auf jeden Fall, ich hatte ja bis zu der Zeit eigentlich null Ahnung von Kunst. Das hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Nur die Gespräche abends in dem Lokal. Weil man muss dazu wissen, in Berlin gab es keine Sperrstunde. Und meine Kollegen, die das alle schon länger gemacht haben, die hatten halt abends um 12 die Schnauze voll, wenn sie ihre Kohle verdienen, und haben gesagt, mach du den Schrott mal weiter. Und ich musste halt mit den Leutchen noch sitzen. Und die haben gerne gesessen und getrunken und ein Schnäpschen und so weiter. Aber es hat totalen Spaß gemacht, einfach zuzuhören. Es war, es war für mich die beste Lehre. Und irgendwann habe ich mal an einem kalten Sonntagabend 2 Kunsthändler gesehen, die sich Ektachrome am Tisch angeguckt haben. Die haben angefangen den Abend mit irgendeinem Jahrgang Champagner, haben dann Corton Charlemagne getrunken, so das Beste an Weißwein, was es damals gab. Chateau Latour 1968, man muss immer wissen, im Exil gab es das. Das ist ja heute alles nicht mehr so normal. Und ich dachte mir, wow. Und ich bin kurz in die Küche gegangen, habe irgendwie mit den, weil es so langweilig war und so fad, mit den Köchen einen Joint geraucht und stehe da so ein bisschen bedödelt am Stammtisch und höre so immer mit einem Auge zu. Und an dem Abend habe ich irgendwie für mich selber den Entschluss gefasst, ich werde Kunsthändler. Und habe es eigentlich bis zum heutigen Tag nicht bereut. Und das hat zwar dann noch lang gedauert und es gab viele Ups and Downs, und, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und jetzt möchte ich überleiten zu Blixer, und ich glaube, vielleicht erzähle ich jetzt den absoluten Stuss, aber ich erinnere mich, Blixer, dieses erste Mal, als ich dich gesehen habe, das war, glaube ich, am Cottbuser Damm. Da gab es ein Kino, da lief jeden Abend um 22.30 Uhr die Rocky Horror Picture Show. Das kann das sein, dass du da Kartenabreißer warst? Ich hab's gemacht, das Kino, ja. Ich erinnere mich noch genau, dass der Blixer, das Bild habe ich heute noch vor mir, ein rosa und ein hellblauen, wie heißen die Dinger, so Flipflops, die so hier so in die, Flipflops heißt das, oder? Weiß ich nicht. Aber ich sah ganz bestimmt besonders aus, ja. Ich kann mir gut vorstellen, ja. Bitte, jetzt bist du. Ja, ich bin über die... Hawaiianas heißen die heute. Was? Hawaiianas. Naja, nee, das waren keine Hawaiianer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, an welchem Tag mich Bruno da gesehen hat. Deswegen kann ich das jetzt nicht direkt nachvollziehen, aber ich bin sicher, dass es irgendwie besonders war. Ja, das bestimmt. Aber ich bin über das Nachtleben in dieses Kino reingerutscht. Das ist Wieland Speck, der heute der Leiter der Biennale Panorama ist, hat einen Filmvorführer gesucht als Ersatz für ihn, weil er irgendwo anders hin musste. Und dann, naja, mache ich. Und dann habe ich mich von dem Filmvorführer, der da war, anlernen lassen. Und dann bin ich so nach und nach in dieses Kino. Und dann nach einer Weile haben wir das Programm gemacht und so weiter. Aber das ist die einzige Ausbildung, die ich jemals erhalten habe, war irgendwie, wie man Filmvorführer ist. Projectionist. What a wonderful thing. Ja. Filmvorführer. Und das war ein gutes Kino. Außer Rocky Horror Picture Show gab es auch noch eine Menge andere gute Filme. Und erzähl doch dem Publikum, wie es dann weiterging bis zur Gründung von... Die Leute wollen es doch wissen, wann ist das erste Mal Einstürze und Neubauten, wie kam es das ist ja alles dieselbe so, Zeit. So im Kurz, im Zeitraum. Das ist ja alles dieselbe, aber... Das ist ja alles dieselbe Zeit. Das fand ja alles parallel statt. Das fand ja alles in derselben Zeit statt. Ja. Dann Herr Brennecke. Was willst du wissen? Wo du herkommst, wer du bist, wann du angefangen hast. Und so. Also, das habe ich ja alles nicht erzählt, aber das ist ja auch gut so. Also ich bin ursprünglich im Rheinland. Bewusst aufgewachsen, das heißt so zwischen 15 und 20 irgendwie, und bin dann mit 22 nach Berlin, im Sommer 77. Und ich erinnere mich, war ein wahnsinnig heißer Sommer. Das ist genauso alt wie ich. Wie? Das ist genauso alt wie ich, ne?
Ich weiß es nicht. Wenn du mit 22 nach Berlin bist, im Sommer 77, dann bist du ungefähr genauso alt wie ich. Kannst du mal sehen. Also ich war schon da. Du warst, ja, ich weiß. Es war ja nicht so einfach für uns, nach Berlin zu kommen. Nee, war auch nicht so einfach, aus Berlin rauszukommen, kann ich auch sagen. Das habe ich dann später gemerkt, ja. Also ich bin dahin, um einen Freund zu besuchen, und der studierte in Berlin, der dann auch später im SO 36 mit mir war. Der, ich war ja damals da, als ihr das renoviert habt, ne? Ja, da waren so einige. Ich war tatsächlich zum ersten Mal in Kreuzberg damals. Ah ja. In meinem Leben, als gebürtiger Westberliner. Aber du warst noch nicht. War ich zum ersten Mal in Kreuzberg. 1977. Im SO 36. Also, das war, ich fand das ja fundamental, ich fand das ja großartig. Du warst von Anfang an dabei, ne? Ich fand das ja großartig. Ich bin angesprochen worden, so von so jungen Spunz, also die waren so 2 Jahre jünger als ich sozusagen, die mich gefragt haben, ob ich nicht irgendwie mit ihnen Musik machen könnte. Ja. Und die haben mich dann dahin gebracht ins SO 36, als das gerade renoviert wurde. Da waren ja irgendwie Leute, die haben da so freiwillig mit renoviert, ne? Weißt du das noch? Also es hat schon was gekostet. Also. Ja, aber da waren Leute, die haben unentgeltlich mitrenoviert. Ja, das ist richtig. Das war ja ein ehemaliges, es war ursprünglich ein Kino, ja. Dann war es ein Supermarkt. Ja. Und dann habt ihr einfach diese Supermarktleuchten mit so farbigen Schläuchen, die Neonröhre mit so farbigen Schläuchen überhängt. Das ist ja hochinteressant. Was ja, ja. Ich weiß das noch. Also als Supermarkt hatte es einfach so eine durchgehende Neonröhrenabteilung. Ja, am Anfang, ne? War das, ja, richtig. Ja, ich rede vom Anfang. Ja. Warst du nicht da am Anfang? Also innen meinst du? Du meinst die Lichtbänder innen oder außen? Lichtbänder innen. Ja, ich bin und die, außen. Und diese Neonröhren wurden einfach so mit so farbigen Schläuchen überzogen, und ja, dann gab es diese Wand an Kühlschränken. Ja. Und alles war weiß. Genau. Und es war mitten in Kreuzberg. Und kalt. Was für mich als Westberliner aus Schöneberg, was angrenzender Bezirk von Kreuzberg ist, aber ein großer Unterschied. Ich war noch nie da. Wahnsinn. Ich war das erste Mal in Kreuzberg, als ich im SO 36 war. Und hat das SO also deine Karriere ein bisschen so mit befördert? Nö, das hat mit meiner Karriere überhaupt null zu tun gehabt. Aber, schade. Ich wurde dann gefragt im SO 36 eben, ob ich was spielen könnte. Ja. Unsere Sicht auf die Sache ist ja die, ich meine, die Definition von Berlin, das ist anders als Köln oder Düsseldorf, die hat einfach damals stattgefunden über die Ausstellung Heftige Malerei. Auf jeden Fall in dem kleinen Nukleus, in dem wir uns bewegt haben. Und es war einfach auch zu dieser Zeit wahnsinnig wichtig, dieser dörfliche Charakter. Blixer ist zwar als Berliner das erste Mal nach Kreuzberg gekommen, aber alle anderen, die heute Abend hier waren, waren quasi fußläufig untereinander vernetzt. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig wichtige Sache ist, grundsätzlich für irgendwas, was brodelt oder sowas. Ja. Ich habe das damals alles nicht richtig verstanden, aber ich habe einfach verstanden, dass die Leutchen abends zusammengekommen sind und über ein Bier oder über irgendwas, über die Arbeit gesprochen haben. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und wenn man weiß, dass das Esso von dem Exil halt 500 Meter weg war, und ich meine, diese ganzen Sachen mit David. Bisschen weiter war es schon. Das waren Welten. Also, du wärst dann nicht zu Fuß hingegangen. Da waren 600 Meter. Aber ich meine, wir haben ja diesen ganzen Kitsch auch erlebt, also mit David Bowie. Und hinten spielt, also man muss sich das alles mal vorstellen, ja? Da kommt David Bowie rein. Ja, aber rein. David Bowie ist in Schöneberg. Das ja, aber der war, ich erzähle jetzt an einem Abend aus dem Exil, und ich denke mir, das Publikum hört doch gerne Anekdoten. Ja? Und da steht unser ehemaliger Innenminister Otto Schily, zu der Zeit eigentlich eher bekannt als Verteidiger von der RAF, und spielt Billard. Und man muss sich diese Mischung einfach an Leuten vorstellen. Und ich glaube, dass das einfach zu dieser Zeit und die Schaubühne, die Peter Steinschaubühne war einfach noch am Halleschen Ufer, da wo heute das Hau ist. Das waren auch Stammgäste. Es gab eine Mischung von verschiedenen, nicht nur die bildenden Künstler, sondern auch Theaterleute, Filmleute, Fassbänder, trat dann meistens. Ja, come on, es war einfach billig. Genau. Es war billig. Ja, und es war viel billiger als irgendwo sonst in Deutschland. Ja. Es war einfach richtig gut billig.
Du konntest in Berlin, in West-Berlin, konntest du überleben mit nichts. Und das konntest du nicht irgendwo sonst in Deutschland. Du konntest in West-Berlin wunderbar überleben mit nichts. Und mit nichts am besten in Schöneberg oder in Kreuzberg. Da konntest du echt mit nichts überleben. Und ich fand das halt einen großen Unterschied. Ich fand das damals halt für mich, was ich eben gesagt habe, als die Party anfing. Ich meine, man muss sich das auch mal auch auf die heutige Zeit übertragen. Also wir haben da vorher so ein nettes Provinzler-Dasein geführt. Und auf einmal, nachdem die erste Flasche Dom Perignon geköpft war, und was ich meine mit der Party geht weiter, heißt, auf einmal kommen internationale Kunsthändler rein. Von Anina Nosey über Mary Boone, die ganzen Leutchen, die zu der Zeit Bruno Bischofberger, Thomas Ammann. Das war wichtig. Natürlich gab es damit auch Probleme, weil der eine hat mehr Kohle in der Tasche gehabt als der andere. Aber es hat die ganze Blickrichtung, auf jeden Fall meine, verändert. Es gab eine Ausstellung in London, New Spirit in Painting. Ich bin damals hingefahren, habe mir das angeschaut. Das waren Sachen, ich habe das nie vergessen. Das sind Dinge, Erlebnisse gewesen, die einfach so tief gesessen haben. Und die anderthalb Jahre bis Zeitgeist oder sowas, das war einfach so ein Highflyer, ja, wo man dachte, anything goes. Und ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, es wurde ja zu der Zeit relativ viel mit so Heizkörperpinseln gemalt. Das heißt, diese so 6, 7, 8 Zentimeter breiten Dinger, die so leicht abgeknickt sind, in irgendeinen Pott gemacht. Man hatte das Papier 70 mal 100. Mann ist nicht du, sondern... Nein, Mann, ich konnte ja nicht malen. Du? Oder? Hast du mit so einem Pinsel gemalt, Helmut? Alle. Ah, okay. Ich glaube, das war eine... Ich wusste nicht, dass das Heizkörperpinsel ist. Ich glaube, das heißt Heizkörperpinsel. Ja. Und das war eine Sache. Ich glaube, auf den Fotos oben, das ist die Dia-Show, die da läuft, der ist komischerweise wahnsinnig oft Martin Kippenberger drauf. Der hat, also in meiner Erinnerung ist es eigentlich so, dass er mit diesem Erfolg von dem Moritzplatz und so weiter, sich eigentlich in Berlin immer mehr zurückgezogen hat. Irgendwann ist er weggegangen. Er hatte damals... Nee, ist dann erst mal hingekommen. Oder ja. So. Also ich kann ja nur meine... Erstmal ist Galerie am Moritzplatz, dann ist Kippenberger gekommen. Oder stimmt nicht das? Andersrum. Nein, es gab die ganze... Da muss man erst mal sehen. Erstmal ist Galerie am Moritzplatz, oder? 1978 kam Kippenberger im Gefolge von Segetsdamm, seine komisches Loft da und so weiter. Ne? Irgendwie nach Berlin und fand das so super klasse und toll, hat er gleich impediert. Hm, und dann fand er halt super klasse, nicht working und ist wieder zurück nach Köln gegangen. Ne? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Er hat geerbt. Aber ist auf jeden Fall geerbt, ist die Reihenfolge andersrum. Erst Moritzplatz und dann Kippenberger. Lass mal Michel erzählen. Nein, ich glaube, er hat geerbt. Seine Mama ist gestorben. Er hat geerbt eine wahnsinnige, unvorstellbare Summe. Und die war dann in 4 Jahren auch ausgegeben. Und dann hat er sich das Kippenberger Büro in dem Tauthaus gekauft. Ne? Und tatsächlich kam er später, es war ja kein eingemachter Berliner. Nee, das sagt ja auch keiner, aber wir müssen ja trotzdem die Reihenfolge richtig hinkriegen. Ja, nein, ich gebe dir schon recht. Ich weiß nur nicht genau die Reihenfolge, das kann man ja googeln, nachschauen und gebildet sein, ja, dann weiß man das. Die Reihenfolge ist ja vollkommen blunzen, diese drei Minuten. Naja, jedenfalls aber hat er begeistert mit dir, das weiß ich, mit dir das SO 36 gemacht, oder? Er war begeistert, oder nicht? Er war begeistert. Oder er hat begeistert erzählt mir, ich war sehr, sehr wenig dort, weil ich habe immer Willi Voss gehört im Exil. Oder Paul Linke gepfiffen. Ja, er war sicher begeistert vom SO 36. Er war begeistert. Er hat viele Gäste erzählt. Damals, dankenswerterweise, die haben uns nämlich ein Jahr irgendwie über Wasser gehalten, wenn die nicht gekommen wären. Ja. Also man muss die Zeiten ein bisschen... Na, ich verherrliche sie nicht. Nein, nee, darum geht es korrigieren. Ich meine, es war früher alles. 80 war alles vorbei. Es fängt ja eigentlich alles vorbei. 80 war es vorbei, ja. Also das SO 36, ich sagte ja, ich bin nach Berlin, 77, EFN Berlin, gab es noch den Soldatensender, weiß ich noch. EFN Berlin, the great summer of 77. Ja, genau, Rick Delisle. Und das hörtest du im Tiergarten auf jedem Balkon, knallte das raus. Also... Es ist vielleicht
so als Wessi, ja, als Junger, 22, keine Ahnung von nix, im Flugzeug über... Was, du hattest keine Ahnung, du wusstest nicht schon alles? Nein. Mit 22 hast du doch alles schon gewusst, ne? Ja, das ist, es ist etwas, wenn du es auf der Landkarte siehst und hörst, was da los ist, oder mal früher in der Klassenfahrt da warst, ist was anderes, als wenn du da aus dem Flieger steigst, oben runter guckst, sofort entscheidest, wie ich, das ist meine Stadt. Die das von oben mir ging es auch so, als ich aus Paris kam. Das Grün, von oben. Ein Wahnsinn. Ich komme aus dem Düsseldorfer Moloch, da gibt es keine Bäume in der Straße. Damals schon nicht. Ja, ich gucke da runter, okay, gut, das ist ein Wahnsinn. Und du wusstest, das ist meine Stadt. Und dann steigst du da aus, irgendwann gehst du spazieren und dann merkst du plötzlich, du läufst überall im Kreis rum, überall gegen eine Mauer. Das ist ein Schock. Also für mich war das ein Schock. Mhm. Du gehst auf so eine Holztreppe, hatten die da so Aussichtstürme und dann konntest du da rüber gucken. Und hast dann diese Streifen gesehen. Da habe ich das erstmal realisiert. Bei meinem Besuch, lass ich mal eben das kurz für die Leute, damit die wissen, warum ich überhaupt hier sitze. Entschuldigung. Als ich 1979 gekommen bin, gab es noch... Gab es noch keine Graffiti auf der Mauer. Aber es ist lass mich ganz kurz. Es stand ein Riesenslogan auf der Mauer. SO36, Last Night. Teenage Jesus and the Jerks. Das war mit schwarzer Farbe draufgemalt. Und die Mauer war, und das war direkt hier, da wo heute Brandenburger Tor oder Potsdamer Platz ist. Aber soll ich einen für dich organisieren oder so? Glas Wein? Können wir bitte ein Glas Wein auf das Podium haben oder zwei oder drei, bitte? Aber es ist schon ein entscheidender Punkt dabei. Die 80er haben eigentlich 1977 angefangen. Das kann 79 aufgehört. Und, wir reden eigentlich von dieser großen Aufbruchsperiode bis ca. 81 und dann hört das nämlich auf. Ich habe dein Durchsetzungsvermögen schon immer bewundert. Ich habe ein Durchsetzungsvermögen? So, jetzt darf ich mal kurz. Also 77 Berlin, so jung. Und dann ist es natürlich so, dass du dann auf sämtliche Gruppen triffst. Du triffst ganz schnell, weil es ein ganz kleiner Kosmos war, das kann man sich kaum vorstellen. Man konnte in die falsche Kneipe gehen, dann hätte sich mein Leben anders entwickelt. Vollkommen richtig, ja. Ich bin zuerst im Matala gelandet. Das schon? Matala? Ja. Das war eigentlich eine Schwulenkneipe. Grauenvoll. Ja, aber wir sind da nie ohne Frauen rausgegangen. Nee, ich bin da mal mit Handschellen an den Tisch gefesselt worden von dem Besitzer. Von Salome, oder? Und im Matala... Willi Gettel. Ja, das ist der hinterher. Der saß im Keller und hat gepeitscht. Oben hat nämlich Salome gekellnert. Ja. Im Matala damals. Super gut. Hatte ich nicht. Und wenn er gut drauf war, hat er da seine ersten Performances hingelegt. Ja? Das war für uns also unglaublich. Und wenn man in diese Kreise kommt, das hat eine Faszination. Bin ich Gottlob geblieben, habe dann jemanden kennengelernt. Da in einer Kneipe auch skurril. Haben dann gewartet, jeder hat auf eine Frau gewartet, so war das verkürzt und die kamen beide nicht. Und dann standen wir da plötzlich alleine und haben gesagt, wartest du auch? Ja, komm, die kommen nicht mehr, hauen wir ab, gehen mal ein Bier trinken. Das war eben Achim und ein halbes Jahr später hatten wir das SO36. Das Schächtele. Ja, und das SO36 hatten wir dann ein halbes Jahr später. Warum? Und zwar stinklangweilig. Und zwar langweilig in der Stadt. Man muss verstehen, dass der SO36 war ein unglaublicher Bruch. Ja, danach. Berlin war langweilig zu der Zeit. Aber es ist eine wichtige Geschichte, dass das wirklich. Man muss mal sagen, es war das Ende der Punk-Ära. Ja? Das war ja nicht mehr Punk. Das war ja 77, war schon alles vorbei. Pistols alles gegessen. Und da gab es witzigerweise am Kudamm, wo heute hier Schaubühne ist, daneben. Punkhaus am Kurfürsten, da muss man sich mal vorstellen. Da bin ich dann rein und habe gedacht, das ist doch hier die Nobelmeile, hier gibt es Punkhaus, das ist ein Witz. Es gab rein, das tollste Fun zum Die Ecke. Und es war ein Witz. Ja. Das war ein Witz. Und dann haben wir beschlossen, das ist doch alles scheiße, machen wir selbst was. Wir wussten nicht, was wir machen wollten, aber wir wussten, wir mussten was machen. Aber es war ein Bruch. Ja, und da sind wir rumgefahren mit dem VW-Bus. Ich glaube, der hat nachher bei der Kunstaktion auch immer noch eine Rolle gespielt da. Knecht des Tourismus, Achim ist ja da mit Kippenberger abgedampft und durch Berlin gefahren. Es kam noch ein Dritter dazu, nämlich der Typ, den ich besuchen wollte. Und sind wir durch Berlin gefahren und Achim als Berliner, ja, wir kannten uns nicht aus, der hat gesagt, jetzt suchen wir uns was, dann sind wir durch den Wedding. Das war uns dann doch ganz, das war damals ganz bitter.
Nein, also Wedding war es nicht. Aber es, das muss, an einem Tag. An Kreuzberg einem Tag war nicht viel anders. Nein, an einem Tag, denn das ist entscheidend. Es gab ein Tempo. Wenn du in der Zeit gesagt hast, wir machen was, dann musste das passieren, und zwar schnell. Ja, ja. Weil ein paar Tage später hat Achim uns als Ortskundiger durch Berlin geführt und wir sind dann in Kreuzberg gelandet, in der Oranienstraße. Da haben wir gesagt, ist ja geil hier, ja, sieht gut aus. Und Achim sagte, ja, und hier muss es passieren. Dann sind wir rumgefahren, dann stand an dem Esso, dieser Aldi-Laden, ja, das war pleite. War vorher ein Aldi oder irgendwas. Nein, da hing ein Schild dran, war pleite, ja, zu vermieten. Da haben wir gleich Kontakt aufgenommen und Achim hat gleich den Namen kreiert, der Gute. Er hat gesagt, es kann nur SO36 heißen. Das ist der alte Postbezirk in Dings. Kreuzberg unterscheidet sich zwischen 36 und 61. Ja. 61 ist der gut bürgerliche Teil, genau. Und 36 der Arbeiter. Jetzt kommen wir wieder auf die Kunst der 80er Jahre zurück, weil die hat jetzt haben wir also den Laden und irgendwann da auch Sachen stattgefunden, oder? Ja. Also Nicht wirklich. Wir haben den Zimmer hat das große Bild gemacht, oder? Erzähl du mal kurz aus dem Publikum heraus. Der war da gar nicht dabei. Mach mal eine kleine Zusammenfassung. Der Helmut war immer dabei. Ja. Okay, Bernd Zimmer hat ein großes... Steh doch auf, da verstehen nicht alle. Das große Bild, ja. Lass Helmut. Gemalt und das wurde nur eine Nacht präsentiert. Das kenne ich auch noch, da habe ich auch noch gesehen. Das war wie so eine große Aktion. Ich habe später mal zusammen mit Kippenberger und Fetting habe ich eine große Wandmalerei gemacht, die hieß Sonnenuntergang. Und Kippenberger hat dazu dann Super 8 Filme gezeigt, die er auf dem Flohmarkt gefunden hatte. Und das endete immer dann in Party und gute Laune. Hallöchen. Ja. Aber die Vorgeschichte war, dass wir eigentlich keine Kunst im Sinn hatten, sondern wir kamen über die Musik, neue Musik, ja, nach Punk, Post-Punk und so. Und die haben wir dann da spielen lassen. Abenteuerlich, das sage ich jetzt aber, weil das ist wichtig. Abenteuerlich, weil eben die Mauer war und wir hatten, es gab damals Interrent oder wie die hießen. Also wir haben die Bands aus England geholt, wir haben ein Interrent-Auto gemietet, ja, sind nach London gefahren, haben die eingepackt. Und dann bei uns spielen lassen, wieder zurückgefahren. Ein Riesenaufwand, den kannst du natürlich nicht lange durchhalten. Mhm. Du brauchst Geld, das hatten wir nicht. Ich kann mich noch an die Mauer. Das ist vom Mauer. Die Torte. Die Mauer. Mauer-Dingster-Party erinnern, der Jubiläumsparty für die Mauer. Ja, das war am 13. August 78, haben wir eröffnet im Mauerfestival, ironisch, 13. August war der Mauerbau, Jahrestag, ich glaube 17. Genau, da kann ich das... Und dann haben wir eine Torte backen lassen. Da gab es Bands, die kamen aus Westdeutschland dahin, die sich dann nicht getraut haben aufzutreten und wieder zurückgefahren sind. Nee, das war... Weil es ihnen nicht geheuer war, irgendwie. Nee, das war per Ubu. Nee. Ich war bei dieser Mauerparty, da waren so Bands aus Herne und so, die kamen und denen war das überhaupt nicht geheuer. Ach so, ja. Das ist alles Musik. Und wir reden hier über bildende Kunst. Die hatten lackierte BMW, das war komplett bildende Kunst. Aber interessant ist, aber jetzt haben wir da gesessen im Frühjahr 1980, die Kohle kam auf einmal rein. Der Alkohol floss, man hatte Spaß, man wurde auf einmal auch, was für mich ja auch total spannend war, wir konnten auf einmal reisen. Also man wurde gefragt, willst du nicht mehr mitkommen, wir fahren mal dahin, weil auf einmal diese ganzen Kunsthändler und Leute aus dem Betrieb hatten ja natürlich auch Ideen, diese Sachen unter das Volk zu bringen. Also sprich in Amerika, in Europa. Und das war ja irgendwie... Das Volk ist ein guter Ausdruck. Ja, und wir hatten zu der Zeit, das ist aus der heutigen Sicht wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen, aber der DAAD hatte immer Gäste. Das, was du auch eben in deinem gesagt hast, Leutchen, die als Gäste, Künstler, Schriftsteller und so weiter, die da
gelebt haben für ein Jahr, meistens in schönen Wohnungen in, am Bayerischen Platz oder sowas. Und das war einfach ja, eine in riesigen, wunderbaren Wohnungen und Ateliers. Ja. Das ist die einzige staatliche Institution, die jemals irgendwie, wenn man diesen Almanach liest, wer da alles nach West-Berlin, wie das ist, gekommen ist. Das ist unglaublich. Ja. Das weißt du doch, nicht? Also das war eine unglaubliche Internationalität, die sehr früh stattgefunden hat, ohne Glanz und ohne Glorie. Ich hätte niemals ich erinnere mich noch an eine wunderschöne Begegnung, weil der Michel war mit Dieter Roth, der übrigens freies Trinken auf Lebenszeit hatte, weil er eine sogenannte Biertapete in dem Lokal gemacht hatte. Und seine Spezialität war, dass er also nach so 2 Stunden Trinken und Reden einfach mal so ganz gerne ein Nickerchen gemacht hat. Er hat dann einfach so halbe Stündchen da gesessen, seine Gäste meistens Rainer Pritzell, Verleger, hat still daneben gesessen, sich eine Zigarette gedreht, ja, und dann, wenn Dieter wieder aufgewacht ist, ging es weiter. Auf jeden Fall hat irgendwann Michel mal die Initiative ergriffen und wollte Dieter Roth Rainer Werner Fassbender vorstellen. Und das war auch eine wunderbare Situation. Das war in der Paris-Bahn. Okay. Ja. Aber egal, das egal. Ist dasselbe. Aber beide, beide haben so die Hand sich gegeben und in die Richtung geguckt. Ja. Also diese vielbeschworene, dass alle da waren, das stimmt schon, aber dieses, dass die irgendwas miteinander zu tun gehabt hätten, diese verschiedenen Szenen, das stimmt nicht. Das war alles. Diese beiden hatten absolut nichts miteinander zu schaffen. Und die Schauspieler, die Leute von der... Das kennt man aus Wiener Kaffeehäusern. Da sind die Menschen 120 Jahre, die werden dort sehr alt in Wien. Die sind schon mit 19 alt, oft. Und die reden nicht miteinander, gell? Oft 30, 60 Jahre nicht, oder? Oder ein kurzes Nicken. Währenddem in Berlin, das war eine Feier der Gemütlichkeit für mich. Auch in Paris redet man, die Leute reden nur, die sich kennen. Also zum Beispiel mit mir hat keiner geredet, außer, ich weiß nicht, so käufliche Menschen. Aber in Berlin jeder, nicht? Gleich, sofort, hallo, wie geht's und so weiter. Willst du bei mir pofen? Möchtest du mit mir eine Currywurst teilen? Das war sehr, also wirklich, ich hatte da ein sehr warmes Herz bekommen, wo alle sagten, Berlin wäre so eine brutale Stadt. Ich habe das nicht so empfunden, nur den Dialekt ein bisschen, aber nicht das Tatsächliche, und zwar durch alle Schichten. Für mich hat es noch einen, dieser Vorteil ist jetzt vorbeigegangen, das war aber damals, Berlin hatte, wie Sie alle wissen, eine Mauer. Und das wurde natürlich als entsetzlich empfunden. Ich habe das ziemlich gern gehabt, weil im Sinne von, es gab keinen Vorschlag, Gott sei Dank, weder von Freunden oder von Freundinnen oder von Eltern, meine Eltern waren ja nicht dort, aber man musste nicht am Wochenende aufs Land fahren. Also das war, bei dieser Stadt war ich 12 Jahre sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Das hat sich dann leider wieder sehr geändert. Ne? La vie de campagne jetzt, ne? Bis Mecklenburg-Vorpommern oder bis Nordschweden, weiß ich nicht. Aber und wie ist der Titel eigentlich hier von unserer Veranstaltung gerade? Das hat ja irgendwas mit Rausch zu tun, oder? Wir, die Überschrift über unser kleines Kapitel hier, wie steht das da drin? Kann ich dir sagen, Das ist gelogen. Nein, das ist ungelogen. Wo ist der Rausch? Nein, das ist Tage, Morgenmantel und... Morgenmantel. Okay. Also, ich möchte eine Anekdote ganz kurz zu dem Rausch sagen. Irgendwann, ich glaube, das war im Herbst 1980, habe ich das erste Mal gelesen von so jungen Menschen, die Mineralwasser trinken zur Mittagspause. Und also so die, also so nur einfach mal. Das hat dir gefallen, gell? Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Mineral, was klang für dich wie? Das war alles so, was ich meine, diese. Luxus. Wir kamen ja, 70er Jahre war ja auch irgendwie, war ja alles relativ locker. Ich meine, eine Sache bei dem Moritzplatz und so weiter, und bei Blixer, bei der Musik und so weiter, es ging ja nie um
um Profit, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nein. Ja? Es war eine Naivität, wenn man sich das... Überleben. Was? Ja, nicht nur ums Überleben, es ging auch um Spaß so haben. Nicht. Aber es war definitiv, und das meinte ich einfach mit der Mineralwasser-Story, weil wir hatten ja da zwei Leutchen da, der eine hieß Ronald Reagan und die andere hieß Margaret Thatcher. Die haben das politische Dingsbums ja ein bisschen verändert. Und ich glaube einfach, hier in einer Stadt wie Frankfurt, wo viele Banker und so weiter sind, hat sich auch dieses professionelle Leben, das hat irgendwie da auf die Mineralwasser... Weil ich glaube, so in den 70er Jahren war es durchaus üblich, dass man doch ein nettes Mittagessen mit einem Gläschen Wein oder sowas. Ja? Konnten Sie sich leisten. Ja, Mittagessen in Berlin? Nicht in Berlin, ich rede von Großstädten. Es gab ja kein Mittagessen, es gab es überhaupt nichts zum Essen. Ja, aber in der großen weiten Welt gab es schon irgendwelche Leute. Currywurst und Erbsensuppen und, genau. Und die Türken hat es gegeben. Kulinarisches Niemandsland war das. Damit man was irgendwie... Aber wie gesagt, es hat sich einfach dann was geändert. Und ja. Das hat sich komischerweise halt in den letzten 35 Jahren absolut durchgesetzt. Weil ich meine, wir sind heute in einer Situation, die sowas von professionell ist. Und ich meine, unser Business ist so durchgenudelt und auf dem gleichen Niveau gebracht wie, was weiß ich, die Schuhindustrie oder die Handtaschenindustrie. Das kann man sich aus, ich meine, wenn ich heute für mich selber das zurückdingsbumse und mir vorstelle, nochmal 22 zu sein und vor dieser gleichen Entscheidung zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich das heute machen würde, weil die Rahmenbedingungen sich einfach so dermaßen geändert haben, dass es einfach teilweise keinen Spaß mehr. Weil ich wusste gar nicht, was ich wollte. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich wollte. Das Einzige, was ich wusste, ist, was ich nicht wollte. Und das war irgendwie mit diesen ganzen Arschgeigen und in diesem professionellen was Dasein irgendwie was zu tun zu haben. Sondern es war irgendwie eine Ansage, sich so als Drahtseilartist so ein bisschen durchzuwurschteln, ja, und Spaß zu haben und ein lockeres Leben. Das war so die Idealvorstellung. Und das hat irgendwie in dieser Zeit wahnsinnig gut funktioniert. Und es wurde immer, jetzt auch im Rückblick, immer alles da was weggekappt, da was weggekappt. Und es wurde immer. Und es wird weiter weggekappt werden, bis wir dann. Auch weggekappt sind, so Gott sei Dank. Aber jetzt mach du mal was. Ich bin so hier. ist toll, wie du dich da reingeredet hast. Es ist ja Mineralwasser war er jetzt. West-Berlin war 1977, 78 bis in die frühen 80er Jahre a very bleak place. Es war eigentlich ziemlich ekelhaft. Gleichzeitig natürlich auch, weil ganz viel passierte. Aber man kann nicht unbedingt sagen, dass das so. Danke. Dass das so aufregend. Genau, Deckel abmachen. Dass das so aufregend. Ja, aber für einige Personen wirkte das aufregend, weil absolut. Naja, guck mal, das erste Mal, dass ich in die Paris-Bar kam, habt ihr mich rausgeschmissen. Ich dich? Ja, ja. Nee, klar, du nicht wahrscheinlich, aber. Das zweite Mal, dass ich in die Pariska kam, war mit Gudrun Gut, um Kippenberger ein Foto zu geben für sein Buch Frauen im Merve Verlag. Ah ja, ja. Da hatte ich schon Angst, dass er mich wieder rausschmeißt. Aber er hat mich offensichtlich nicht wiedererkannt. Und, war das die Zeit, als du in einer Zwangsjacke rumgelaufen bist? Nee, ich bin nie in einer Zwangsjacke Entschuldige, rumgelaufen. Entschuldige, ich dachte, was das war schon. Es wäre schön und die Legende können wir gerne weiter ausbreiten, aber ich bin nie in einer Zwangsjacke rumgelaufen. Das ist, für mich war es großartig, dass tatsächlich das erste Mal SO36 war für mich ein unglaublicher Bruch. Ein schöner, ästhetischer Bruch. Es war eine großartige neue Sache und das hat nämlich ganz viel zu tun mit dem, was dann mit der Kunst und der Malerei und so weiter passierte. Die hingen eigentlich alle da dran. Der große Unterschied zwischen, sagen wir mal, Köln, Mülheimer Freiheit und so weiter und Berlin, Moritzplatz, und so weiter war, dass da eigentlich eine ganz andere Szene dran hing. Das war eine viel schwulere Szene in Berlin, als es in Köln war. Mhm.
Ja, der große Motor in Berlin war schwul. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Wahrscheinlich, ja, du hast schon recht. Ja, ja, das war generell das, was alles antrieb in Berlin. Ja, das ging nahtlos über in Punk und in alle Dinge, die da passierten, aber das war der Motor. Und das war ein großer Unterschied zu dem, was in Westdeutschland passierte. Die westdeutsche Kunstnummer, von der ich nicht unbedingt viel mitgekriegt habe in West-Berlin, war auf jeden Fall viel heterosexueller. Hm. Und ganz eindeutig anders ausgerichtet als in West-Berlin. In West-Berlin lief alles darüber. Aber ist das nicht sehr wichtig, die Zeit, die davor war? Mir kam das alles so vor, wie also als ich aus Paris nach Berlin kam, 3. Mai 70, ich habe so ein bisschen miterlebt, ganz hartes französische Polizei, die da niederknüppelte. Ich war überhaupt nicht politisch, ich wollte einfach nur ein schönes Leben haben. Aber, und Berlin kam mir wie eine menschenleere Wüste vor, mit einigen sehr angenehmen Menschen, riesige, schäbige, großartige Wohnungen, keine Autos, eine Luft war mir wurscht. Die Leute haben gesagt, hier herrscht eine Champagnerluft, und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja gleich am Meer oder so etwas. Und aber es gab dann doch sehr, sehr viele, wie heißt das, so studentisches Milieu, also nicht Punks, was mir schien, also in so Folkloristen aus den Landen, die den Militärdienst abgelehnt haben und so weiter. Und sofort dann extreme, für ein halbes Jahr extreme Maoisten oder irgendwelche andere Folkloristen waren, nicht? Und relativ wenig Anarchisten damals. Schien mir. Die wohnten alle bei mir zu Hause. Die drei? Die drei? Ja, na, wo? Ja. Aber aufhören. Ja. Okay. Die wohnten alle bei mir zu Hause. So, Jurassic Park macht zu. Thank you and good night. Das ist auch vor allen Dingen. Es wird immer diese Geschichte von Kippenberger und Berlin so sehr kolportiert. Kippenberger war eigentlich immer ein Fremdkörper in Berlin. Kippenberger kam nach Berlin, irgendwann bezog dieses Loft in der See, im Seegelsdamm, das heißt am Kanal in Kreuzberg. Da bin ich auch zu seiner Einweihungsparty hingegangen, wo er die ganzen Küchengeräte an Schnüren aufgehängt hat. Und dann dachte ich, ja, was ist das jetzt? Und dann hat er diese Aufkleber überall aufgenommen, dieser Mann sucht eine Frau, du erinnerst dich? Ja. Ja, aber danach habe ich Kippenberger immer nur noch wahrgenommen, weil er von einem Freund von mir, von Alex Kögler, immer nachts angegriffen wurde in der Disco und mich meistens die Disco-Besitzer aufgefordert haben, ihn doch nach Hause zu bringen. Dann wurden mir immer 20 Mark in die Hand gedrückt und dann sollte ich immer den Angreifer nach Hause fahren, in der Regel. Das ist aber irgendwie war er doch immer ein Fremdkörper, aber ja, in diesem Zusammenhang. Aber das brauchst du doch, du brauchst Fremdkörper. Und ich brauche keine Fremdkörper. Na, du nicht, an deinem Körper ja nicht. Du bist, du hast sie selber, du produzierst sie selber. Nee, es gibt so viele Dinge, die kolportiert werden über Kippenberger in Berlin. Ja. Kippenberger, der Dialog mit der Jugend, diese ganzen Nummern. Es ist nicht so, dass Kippenberger irgendwie das große Faktotum innerhalb Berlins war. Nee, aber was er war oder ist... Selbstverständlich nicht. Ich habe heute Mittag mit Herrn Schellner darüber gesprochen. So sagen. Selbstverständlich nicht. 4 Wochen lang Fotos gesucht für diese Diashow da oben. Du bist dafür verantwortlich. Ja, klar. Aha.
Ich bin doch der Moderator, ich wollte dieses... Moderateur. Nicht nur für die Bilder. Die Fotos also sind aber von dir, gell, Helmut? Ja, nein, es sind von Helmut, die sind von verschiedenen Leuten. Ja. Ein Großteil ist von Helmut. Es ist aber komisch, in diesen, nach 35 Jahren, dass Kippi eigentlich auf 70% oder 80% der Fotos drauf ist. Und, hat er gut gemacht, ja. Ja, ich glaube auch. Und, er wollte Schauspieler werden. Bitte? Er hat ja nie geschlafen und wollte Schauspieler werden. Ja, und ja, genau. Ich kann übrigens, ohne dass ich jetzt auf die 80er Jahre unbedingt auswähle, aber ich kann jedem nur empfehlen, es gibt so ein Interviewbuch von Kippenberger, das nochmal zu kaufen und zu lesen. Das ist einfach für das Verständnis von dem ganzen Kram auch unheimlich toll und wichtig. Ich muss meine Tabletten nehmen. Sorry. Ist das dein Sohn oder deine Tochter? Nee, ich muss meine Tabletten nehmen. Bevor jetzt Michel Wörtle die Zigarette ansteckt. Ich stecke sie nicht an, ich bin nur ein schwerer Süchtiger. Ja, eben deswegen, bevor wir jetzt hier in Suchtnöte verfallen, nochmal ein ganz herzlicher Dank. Die Publikumsfragen werden in den Nebenraum zur Bar und zu Markus Oehlen verlegt. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr...